Wir schauen in eine Berufsschule nach Kornwestheim, wo Geflüchtete unterrichtet werden, die oft kein Deutsch können. Manche von ihnen waren noch nie in der Schule. Das Ziel, nach einem Jahr eine Ausbildung beginnen. Die meisten brauchen aber länger. Ich heiße Benjamin, ich komme aus Afghanistan seit 6 Monaten. Ich lebe in Deutschland. Ich heiße Cleo, ich komme aus Griechenland und ich komme in die Schule für lernen Deutsch. Cleo und Benjamin lernen Deutsch in einer Berufsschule in Kornwestheim. Thema heute: Possessivpronomen. Wenn es schwierig ist, macht es zusammen. Wenn es leicht ist, macht es alleine. Okay? Und dann besprechen wir es. 18 Schülerinnen und Schüler sind in der Klasse von Martin Rademacher. Aus 8 Nationen und mit unterschiedlichem Bildungsniveau. Genau. Wir haben Schüler, die waren noch nie, bevor sie nach Deutschland kommen, in der Schule. Und wir haben welche, die haben 9, 10 Jahre Schulerfahrung schon hinter sich. Und das unter einen Hut zu bringen, ist wirklich extrem schwer. Im Vorqualifizierungsjahr, die sogenannte FABO-Klasse, bekommen die Jugendlichen eine besondere Sprachförderung. So sollen sie den Sprung in die Berufsschule schaffen und schon nach einem Jahr die Klasse mit einer Deutschprüfung beenden. Unrealistisch. So zwischen 2 und 4 Jahren braucht es schon, bis jemand so gut Deutsch kann und auch einen Abschluss dann hat, der für eine Ausbildung einfach reicht. Die Nachfrage nach Plätzen in den FABO-Klassen ist groß. 9.400 geflüchtete Jugendliche werden im Land an öffentlichen und privaten Schulen unterrichtet. Rund 900 warten auf einen Platz. Im Landkreis Ludwigsburg hat sich die Zahl der FABO-Klassen an den Berufsschulen in den letzten beiden Jahren verdreifacht. Wir haben aktuell 470 VABO-Schüler, die wir hier betreuen in Anführungsstrichen und verteilen. Und da ist auch sehr viel Dynamik drin. Also das geht schon, sage ich jetzt mal, auch an die Belastungsgrenze aktuell. Ja. Viel Organisation, wenig Räume und fehlende Lehrkräfte. Die da sind, leisten viel in der Arbeit mit teils schwerst traumatisierten Jugendlichen. Wir brauchen hier Schulsozialarbeit, wir brauchen Unterstützung. Und da sieht man, da geht es weit über auch den normalen Unterricht hinaus. Für Lehrer Martin Rademacher eine Aufgabe, die ihn erfüllt. Und wenn die dann sagen, ey, ich habe eine Ausbildung gekriegt und ich habe den Ausbildungsvertrag unterschrieben, da geht mir das Herz auf, weil das ist dann wirklich, dann weiß ich, die Arbeit hat was gebracht. Und auch Cleo und Benjamin haben Ausbildungspläne. Ich möchte das Elektrikal. Ich möchte eine Krankenpflege machen für Ausbildung. In der Sprachklasse sind sie auf dem besten Weg für eine hoffnungsvolle Zukunft in Deutschland.